Guten Abend, mein Name ist Andreas Boxleitner und herzlich willkommen zu meinem 59. Comedy-Video hier auf YouTube. Heute mit Wortwitzen zum Thema Fußball. Fußball war ja schon immer ein Spiel, um das sich Mythen und Legenden ranken. Und auch wenn viele heutzutage das gar nicht mehr wissen und man das auf den ersten Blick auch gar nicht erkennt, aber diese durchtrainierten, sportlichen und oft auch bärtigen Männer und auch Frauen, das sind alles Elfen. Und Fußball ist auch ganz klar ein Spiel aus der nordischen Mythologie. Zum Beispiel, wenn der Ball ins Netzinnere geschossen wird, dann rufen auch heute immer noch alle Tor. Und Fußball ist so populär, dass es bis heute eigentlich überall gespielt wird. In Deutschland, da beginnen schon die ganz kleinen Kinder mit dem Fußballspielen. Wobei die meisten ja lieber Feldspieler sind. Für die ist Tormann einfach zu abstoßend. Aber Feldspieler, das ist halt passend. Und ich selber, ich habe zwar in meinem Leben nicht so oft Fußball gespielt, aber ich war schon als Kind auch manchmal auf dem Spielfeld. Wobei ich stand dann immer so ein bisschen im Abseits. Aber im Tor, da wollte mich auch keiner haben. Ich vermute, das hängt damit zusammen, dass ich, wenn meine Teamkameraden mich geschimpft haben, warum hast du den Ball nicht gefangen, immer gedacht habe, das sei eine Fangfrage. Aber im Tor stehen hat mir eh nie so gut gefallen. Ich habe zum Beispiel mal den Ball voll ins Gesicht bekommen. Und mein Trainer, der hat dann gemeint, ich hätte kein Ballgefühl. Gut ist es übrigens beim Fußball, wenn man im Matheunterricht aufgepasst hat. Denn beim Fußball hat schon so manche Schiedsrichterentscheidung bei den Fans eine Kurvendiskussion ausgelöst. Und umgekehrt beeinflusst auch der Fußball die Mathematik. Beispielsweise überlegen an manchen Unis die Mathematikfakultäten, den Videobeweis einzuführen. Dabei hat Fußball nicht nur diese rationale, wissenschaftliche, sondern auch eine künstlerische, musische Seite. Das liegt daran, dass Füße gerne tanzen. Und deshalb gehen die halt zum Fußball. Weniger zum Ballett. Aber auch dazu ist der Bezug nicht so weit hergeholt. Denn was eine prima Ballerina im Ballett ist, das ist beim Fußball ein prima Balleroberer. Aber manchen Spielern steigt der Erfolg leider zu Kopf. Das werden dann richtige Primadonnen. Ich habe zum Beispiel vor einiger Zeit mal gesehen, wie der Ball beim Tor von der Querstange abgeprallt ist und einer der Spieler, der wollte dann beim Schiedsrichter einen Latte bestellen. Und in eigentlich allen Mannschaften scheint es keinerlei Loyalität gegenüber dem Verein und der Mannschaft zu geben. Regelmäßig mitten im Spiel, da wechseln die Seiten und zwar alle. Und das Ulkige daran ist, weil die das alle machen, ist in der zweiten Hälfte alles wieder so wie vorher, nur andersrum. Und zum Schluss noch ein Hinweis auf ein weit verbreitetes Missverständnis. Fußballplatz ist kein Imperativ. So, das war's auch schon für heute zum Thema Fußball. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.